BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Gestern wurde im Landtag um die Übernahmen von Mehrkosten für Stuttgart 21 gestritten. Union und FDP meinen, ebenso wie die Bahn, laut Vertrag müssten sich alle Projektpartner anteilig beteiligen, wenn die Bahn als Projektherr die sogenannte Sprechklausel ziehe. Der Ministerpräsident lehnt die Aufstockung der Landeskosten aber kategorisch ab. Wie aber geht's jetzt weiter? Der Aufsichtsrat der Bahn in Berlin hat mit 19-1 Stimmen entschieden. S21 wird gebaut. Man werde 2 Milliarden Euro zusätzlich zuschießen. Die Projektpartner Stuttgart und die Region Stuttgart hätten sich aber zu beteiligen. Das lehnen SPD und Grüne ab. Wir haben einen Beschluss von allen Landtagsfraktionen, dass wir nicht mehr als 930 Millionen zahlen. Dieser Beschluss gilt weiterhin. Für die Mehrkosten ist die Bahn verantwortlich. Wir leisten einen Festbetrag und wollen von der Bahn dafür einen leistungsfähigen Bahnknoten hier in Stuttgart. Das ist vertraglich so vereinbart und daran halten wir fest. Eine Option hat die Bahn als Bauherrin von S21 aber noch. Sie muss die sogenannte Sprechklausel ziehen. Dabei gibt es aber formale Vorbedingungen, die erst die Bahn selbst erfüllen muss. Im Übrigen muss zuerst einmal der Lenkungskreis feststellen, dass die Mehrkosten über die Latte von 4,5 Milliarden gerissen sind. Stellt er das fest, dann kann die Bahn die Sprechklausel ziehen und dann muss man sich zusammensetzen. Und wenn dann es keine Einigung gibt, kann die Bahn erst klagen. Wie die Gerichte dann entscheiden würden, wäre wohl offen. Der Verteilungsschlüssel, zum Beispiel den Herrn Bahnchef Grube ins Gespräch bringt, 40% Bahn, 60% Land, das müssen Sie sich mal vorstellen, das hieße 1,2 Milliarden Mehrkosten für das Land und zugleich eine Festlegung auf eine Beteiligung bei weiteren Mehrkosten. Dass das Projekt derzeit generell stocke, habe nicht mit der grün-roten Regierung, wie CDU und FDP behaupten, sondern mit Missmanagement von Bahn und Bund zu tun. Auch den Vorwurf der Bahn, wir hätten im Ministerium oder Behörden einen Behördenschwergang zu verantworten, weise ich ganz entschieden zurück. Jetzt kommt es darauf an, dass die Bahn hoffentlich mit einer eigenen Projektgesellschaft diesen Bau ordnungsgemäß durchführt, vor Ort ist, und zwar von Montag bis Sonntag. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Kosten, die uns vorliegen, haben immer dafür gesprochen, dass ein Ausstieg teurer wird zum jetzigen Zeitpunkt als der Weiterbau. Eine Option hält sich aber selbst der ehemalige S21-Projektsprecher Drexler offen. Wir hätten ja dann auch noch eine Zeit von 10 Jahren, Planung für die andere Alternative, die es dann irgendwie zu diskutieren gilt. Bei aller Uneinigkeit, eines steht fest, das Thema Stuttgart 21 wird sowohl die Politik als auch die Öffentlichkeit noch einige Zeit beschäftigen. Die Wohnungseinbrüche im Land werden immer mehr. Das zeigt die heute in Stuttgart vorgestellte Kriminalitätsstatistik für 2012. Dafür seien weniger Jugendliche straffällig geworden. Innenminister Reinhold Gall, SPD, sieht darin einen Erfolg der zahlreichen Präventionsprojekte im Land. Sorge bereitet aber weiterhin die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte. Alles in allem sei Baden-Württemberg aber ein sehr sicheres Land. 2012 gab es so wenig Straftaten wie schon seit 10 Jahren nicht mehr. 85% der deutschen Schüler lehnen die Abschaffung des Sitzenbleibens ab. Nur 14% sind dafür, so das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage für den Deutschen Philologenverband. Kultusminister Andreas Stoch, SPD, hatte diese Idee ins Spiel gebracht. Viele Kinder fürchten, dass bei einem Abschaffen dann die Leistungsbereitschaft sinkt. Bei den Eltern sind 73% gegen die Änderung. Bei der nächsten Kommunalwahl 2014 sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben dürfen. Dafür hat die grün-rote Landesregierung jetzt einen Gesetzentwurf im Landtag eingebracht. Die CDU spricht sich gegen die Absenkung des Wahlalters aus. Es gäbe auch andere Wege, Jugendliche am politischen Geschehen zu beteiligen. Ein Wahlrecht für 16-Jährige ist in vielen Bundesländern bereits gang und gäbe. Etwa 250.000 Jugendliche wären nächstes Jahr dann Erstwähler. Die SPD hat das geplante Online-Portal zur Bürgerbeteiligung vorerst gestoppt. Es gäbe noch erheblichen Erörterungs- und Klärungsbedarf, so Fraktionsvorsitzender Klaus Schmiedl. Das Portal soll Bürgern ermöglichen, sich zu Gesetzentwürfen zu äußern. Zudem will man die eingehenden Verbesserungsvorschläge prüfen, so der Plan der Grünen. Die SPD möchte jetzt erst die Personalkosten dafür geklärt haben.
Zudem stelle sich die Frage nach einem Schutzfilter. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Das Wochenende startet morgen im ganzen Land mit einem Mix aus Wolken und Sonne. Lediglich im Norden behalten die Wolken die Überhand. Dabei bleibt es trocken, mit Werten von rund 10 Grad in Freudenstadt und 15 Grad in Karlsruhe. Am Sonntag legt die Sonne in weiten Teilen des Landes eine Verschnaufpause ein. Bei wolkenbedecktem Himmel bleiben die Temperaturen dennoch frühlingshaft mit rund 16 Grad in Karlsruhe und rund 9 Grad in Freudenstadt. Der ungarische Donauraum war bei deutschen Aussiedlern schon immer beliebt. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs jedoch wurden sie ausgewiesen und mussten in ihre Heimat zurück. Mehr über ihre Geschichte gibt es in den ungarn-deutschen Heimatstuben in Langenau, wo einige von ihnen aufgenommen wurden. Zu sehen sind die Originalstücke jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr. Neue Seherfahrungen und Bildungserlebnisse, das verspricht das Städtische Museum Engen mit Galerie. Die klassische Moderne steht dabei im Mittelpunkt der Ausstellung. Ergänzt wird das Angebot von Sonderveranstaltungen wie Lesungen, Konzerten und Workshops. Geöffnet ist immer dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen und da bin ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 9530 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Ich war in der Schule. Plötzlich kamen bewaffnete Männer in unser Klassenzimmer und haben gesagt, dass wir mitkommen müssen. Als wir draußen waren, haben sie uns gepackt, uns vor sich als Schutzschild gehalten und dann auf eine andere Gruppe geschossen. Viele meiner Klassenkameraden sind schwer verletzt worden. Jetzt hoffe ich auf eine bessere Zukunft für uns. Mama, schau mal. Mama, guck mich, ich habe ganz doll wehgetan. Mama, wann kommst du wieder? Mama, kommst du mit? Mama, wann bin ich wieder gesund? Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.